Okay, Zuschauer, wir gucken uns jetzt eine mega wichtige Landung an auf dem Mars von einer Sonde mit einem Rover drin. Und der kann da Sachen einsammeln. Heute wird Geschichte geschrieben und wir gucken zu. Mit dabei ist Revi. Hi. Und wir haben auch noch einen Experten dabei. Chef Strobel als Raketenwissenschaftler. Chef Strobel als Experten dazugeschaltet. Ich hab das studiert, genau. Martha ist leider verhindert als Luft- und Raumfahrttechniker in seinem Master, denn er spielt in Valorant-Ranked. Gut, man muss aber dazu sagen, dass er auch von der NASA ein Verbot bekommen hat, da irgendwie drauf zu reagieren. Weil die NASA hat ihn ausgeschlossen aus der Weltraumgemeinschaft. Digga, stell vor, der Sturz, das hat 2,4 Milliarden gekostet. Stell vor, der stürzt jetzt einfach ab und dann ist das Bild weg. Ja, vor allem hat sie, das Ding hat, verloren. Das Ding hat 6 Monate gebraucht. Weißt du? Halbes Jahr hin, ja? Das finde ich gar nicht so lange, oder? Würdest du da hinfliegen, wenn du könntest? Das ist aber auch klein gewesen. Wenn das größer ist, dauert das auch länger, oder? Was? Nein, warum soll das denn länger dauern, wenn das größer ist? Stimmt, du hast keinen Widerstand in der Welt. Ja, du hast es doch studiert. Aber die Sache ist doch, kannst du genauso schnell beschleunigen? Ja. Also kommst du auf die gleiche Geschwindigkeit? Hey, klar. Sonst würden wir, sonst wird ja gar nichts funktionieren im Weltall. Okay. Das ist einfach ein Experten zugeschaltet. Ist das langsam? Kann man im Weltraum, wie ist denn das im Weltraum mit dem... Mit dem Fliegen. Kann man im Weltraum fliegen? Ich will sehen, wie das Ding landet. Ich kaufe dir auch eine Raumfahrsonde für 2,4 Milliarden. Der macht das jetzt selber. Ich stell dir mal vor, es wird immer absurder. Wir kaufen zuerst so Pokémon-Packs und irgendwann sagen wir so, wir machen jetzt einfach eigene Raumfahrt-Streams, weil wir so geisteskrank geworden sind. Weil es nur noch um Viewer geht. Alter, Mr. Beast könnte das machen. Ja. Ohne Witz, ich schicke meine eigene Rakete zum Mond. Oder wir landen auf dem Mond. Mit Romatra drin. Und der bleibt dann einfach da und wir fliegen weg. Ja, muss ja mit Fallschirm und Gegenraketen und sowas, oder? Die Mars-WG wäre auch ein ZDF-Projekt. Ups, ich hab außerdem Pause gedrückt. Kein Problem, ist gerade nicht spannend. Wir sind noch nicht kurz davor oder so. Drück doch mal unten auf Live. Vor den letzten 30 Sekunden. Machen wir mal zwei über Pokerap. Ist doch egal, ist für uns doch egal. Digga, das ist gleich... Atmospheric Entry, 20 Sekunden. Gab doch noch mal zu, ne? Wie schnell fährt der? 5300 Meter pro Sekunde. Warum ist das so eine blöde Form? Das muss so aussehen. Okay, jetzt laut machen. Ach so, Max? Lol. Hä? Nicht gemerkt, dachte, das ist kein Ton gerade. Ach, die fahren zum Jezero-Krater, da war mein Onkel letztes Jahr im Urlaub. Ist auch schön, ja, ist auch schön. Stabil, stabil. Ah, das ist ein Heatschild vorne dran. 1300 Meter pro Sekunde. Stell dir mal vor, das Ding geht jetzt Shieldbreak. Ja. Bless RNG alle in den Chat. Ja. 20.000 km/h ist das Ding schnell. Ist so geil, dass wir sowas miterleben. Auf jeden Fall noch bremsen. Hat so einen krassen Ping. 20.000 km/h. Angenommen, das würde jetzt einfach geblitzt werden vom Marsmenschen. Das wäre sau funny, weil wer bezahlt dann die Knolle? Die USA oder alle? Kann man nicht. Okay. Anblitzte bin mit 20.000 km/h. Ich spreche aus Erfahrung. Okay. Navigation is also confirming that we can see a little bit of that slowdown of. Alter, wer das als Ingenieur gebaut hat, nein, den ging jetzt gerade bestimmt übel zur Pumpe. Das war wahrscheinlich nur einer. Wahrscheinlich ja, ist gerade nur einer aufgeregt, Chef Strobel, und nicht das ganze Team. Das ist ein Ablenkungsmanöver, es war nur ein von denen. Das ist ja wie einer, die Leitung übernommen hat dafür für das Projekt. Ja, aber es sind doch alle nervös, glaub, die alle arbeiten. Chef Strobel. Hey, da war doch gerade Romatas Vater. Und wir damit gar nichts zu tun haben. Die können ja nichts machen, die haben ja nur... Einer sagt gerade mal im Chat, man sieht... Daten, ne? Einer sagt gerade im Chat, ich sehe echt was am Mars, als ob der jetzt mit seinem Teleskop dahin gezoomt hat und geguckt hat, ob... Ich dachte, Digga... Perseverance has just passed through the point of maximum deceleration, Moin. As indicated that it felt approximately 10 Earth G's of deceleration. Das ist schon, hat fast die Geschwindigkeit halbiert. Ja.
Guck dir mal an, wie der Mars aussieht. Ist das nicht krass, Max? Oder? Wie denn echt aussehen würde, wenn du auf Mars. So sieht der wirklich aus. Das ist einfach so. Kommt hier jetzt echt ein paar Pixel. Können wir so ein bisschen rendern oder so? Palatine ist ja, der sieht so aus. Matt Damon muss da noch abgeholt werden. Einer sagt gerade, ja, das ist sogar, das ist die auch von der Erde abgewandte Seite sogar vom Mars. Aber warum sind die extra dahin geflogen? Chef Strobe, wahrscheinlich, weil das mit der Umlaufbahn des Mars irgendwie Sinn macht. Boah, was soll das, du studiert hast, Mann? Nee, hab ich ja nicht. Das war wahrscheinlich die richtige Antwort. Und die Frage, warum das Ding so komisch in der Form aussieht, war das ernst, Levi, oder war das... Nein, das ist doch ein Heat-Shield, ist doch klar, damit das nicht Shieldbreak geht. Sehr gut. Das ist nur noch bei 1000 Meter pro Sekunde. Das ist eigentlich relativ langsam. Das sind nur noch... Ich glaube, bei 3000 Meter die Sekunde hat Inscope seinen Führerschein verloren. Das sind, glaube ich, nur noch 5000 km/h oder so. 4000 km/h? Einfach vorstellen, du wohnst da und dann kommt dieses dumme Ding angeflogen, nerv dich. Jetzt der Mitarbeiter langweilig. Die reden gar nicht mehr richtig miteinander. Ja, ist die awkward Stimmung, sowas machen wir jetzt. Oh mein Gott! Das ist der Krater, in dem die Steine abbauen, weil das ist ein ausgetrockneter See und wahrscheinlich wird da vermutet, eventuell noch Überreste von Leben oder sogar Leben zu finden. Imagine, das Ding landet da und findet am ersten Tag irgendwas Erschreckendes, Alter. Das würde zu diesem Jahr wirklich passen. Einfach Coronavirus kommt von da. Er sagt, oh ja, ich hab mich endlich Coronavirus gefunden. Ist auf dem, wenn der Mars, guck mal, der Mars, ne? Ist das Aldi Süd oder Nord? Warum? Ja, muss ja einer, muss sich ja das Ding nehmen. Aldi Süd oder Nord? Penny. Okay. Ja, die armen Leute, das Ding fetzt da mit 20.000 km/h durch die Atmosphäre und die sitzen nur in ihren PCs und haben irgendwelche Zahlen vor sich und Tabellen und das war's. Wir haben es geschafft, es wird geklatscht. Ich glaube, einer hat Geburtstag. Ich finde dort den Impfstoff. So eine dumme Mission. Wir suchen auf dem Mars nach einem Impfstoff. Komplett. Halt, Alter. Fallschirm. Mit einem Fallschirm. Oh, ja. Warum leckt das? Der Mars leckt. Er fragt, warum leckt das, Alter? Schlechte Verbindung. Ach so. Die sind hinter Mars einfach gerade. Warum leckt das? Die müssen durch den Planeten streamen. Die haben nicht auf dem Glasfaser drin. Warum leckt das? Lass mal Glasfaser zum Mars verlegen. Wie geil wäre das? Das wäre einfach so ein Kabel. Aber es gab keine Feueranimation, als das Ding in die Atmosphäre eingedrungen ist. Irgendwie ist das richtig wack. Hä? Die müssen sich da mehr Mühe geben. Die mussten nur Geld einsparen. Ja. Kein AAA-Game hier. Die haben alle was zu naschen, da war gerade eine Chips-Tüte und so. Die essen alle am Arbeitsplatz. Alter, die haben bestimmt richtig ölige und salzige Richtig. Alle. Damit müsste jetzt das Ding landen. Sauber, die klatschen wieder. Oh, die klatschen. Guck mal, der hat seine Familie da im Hintergrund am Laptop, siehst du das? Ja, liegt. Seine Familie liegt einfach. Ey, das muss schon geil sein, wenn das so dein Leben ist, so eine Mission, und wenn es dann in die Hose geht, ist ultra scheiße. Das ist genauso, wie wenn du Minecraft durchspielst. Nein, das ist nicht vergleichbar, Chef Strobel. Mars hat besseres Internet als Deutschland. Ja. Imagine, irgendjemand fettfingert jetzt über die Tastatur und das Ding explodiert. Sorry, das ey, Jungs, ich hab mich total verklickt irgendwie gerade. Sorry. Krass, die haben eine Pyramide gebaut. Ja. Die haben eine Pyramide. Wir sind so unqualifiziert dumm, ich liebe das. Die steuern das ja wahrscheinlich fern. Was denkt ihr, wie krass die Verzögerung ist bei dem Ding? Ich denke mal 3-4 Jahre. Da, der Rover, das ist der Rover. Jetzt kommt die Raketen, der pustet gegen. Guck. Der macht Möhren, der macht Karotten aus den Triebwerken. Chef Rudi, bist du für die Sounds zuständig, die Animation? In 11 Minuten. Auf dem Mars kann man sich nur 5 FPS bewegen, das weiß noch keiner. Einer fragt, ist das der Bundestag? Ja, das ist der Bundestag. Es waren die ganze Zeit Leute, ob da Menschen an Bord sind. Ja, der Vater von Chef Strobel, deshalb gucken wir das. Rocky. Das ist einfach Logan Paul, der macht das Boxbreak auf dem Mars. Das würde so Klicks geben. So wahnsinnig viele Klicks. Was auch geil wäre, das erste, was passieren würde, das landet und das erste, was hinkommt, ist so ein Naked von Rust mit so einem Stein und haut die Kamera kaputt.
Hört mal auf mit euren unqualifizierten Schwachsinn. Das sieht sehr gut aus bisher. Wichtig für die Wissenschaft. Ja, wir halten das ja auch rein mit. In die Luzi, hat das geschrieben. Da, der Rover ist gelandet. Der Rover ist da, guck mal. Der baut sich jetzt so auseinander wie ein Transformer und fängt an zu tanzen wie diese Roboterhunde. Ey, wir haben es geschafft, glaube ich. Ich glaube... Stehen hier echt? Ja, jetzt haben wir es. Let's go! Ja, Baby! Alter, wie hart die feiern! Fußball-Weltmeister! Alter, die reißen ihre Headsets weg. Runter mit den Masken. Zum Kuss! Jetzt kommen wir hier rein, wir haben alle Corona. Voll der Stimmungsdrücker. Einer schreibt einfach, Max, einer bei mir im Chat, einfach Klebium. Als ob nicht daraus ein Wind steht, wo sich alles mobilisiert haben. Die geben sie alle nur Double Fist. Ja, die NASA hat mir gerade 5 Euro gespendet, danke. Die Sonde ist noch nicht gelandet. Dortmund hat ein Tor geschossen. Ach so, wir haben jetzt Super Bowl quasi gerade gewonnen. Ja, ja. Wir kriegen vielleicht Bilder, Max. Bilder vom Mars. Oh, nein, da. Das dauert Tage, bis sie da sind, glaube ich. Nein! Stay tuned, wir machen jetzt noch Pictures. Wer hat Ahnung? Max, einer von mir macht gerade Real Talk im Chat. Zuerst hatte ich keine Lust, irgendwas zu sagen. Aber seid ihr zu unkompetent? Ich bin 13 in Klammern. Wenn es dort Leben gibt oder gab, ist es ein schlechtes Zeichen, weil das bedeutet, dass Leben nicht so selten ist. Wenn es andere Zivilisationen gab, wurden sie durch etwas ausgelöscht, was uns auch auslöschen könnte. Dumm. Außerdem ist 2 Milliarden nicht viel für die USA. Dumm. Danke. So ein saurer 13-Jähriger. Keiner mag den. Keiner fragt im Chat, kann man damit Hauptschulabschluss arbeiten? Ja, ich denke schon. Romatra hat es ja auch irgendwie. Ja, aber ohne Witz, das könnte man halt so leicht faken. Die haben jetzt einfach nur 3 FPS die wackste Animation der Welt gezeigt. Keine Beweisbilder. Oh mein Gott, da ist das erste Bild. Es ist ein Junge, oder? Es ist ein Junge, guck mal. Das erste Bild, so schnell. Wer hat sie geschrieben, das dauert 3 Tage? Das ist ein Junge. Das wäre so geil, wenn jetzt einfach ein Gesicht erscheinen würde, was so reinguckt. Alter, das wäre so ein Jumpscare. Einfach Tanzverbot oder sowas. Digga, das ist eine Schwarz-Weiß-Kamera. Warum? Ja, ist doch besser, oder? Der, das wird ja so viel. Die einer schreibt im Chat, die schauen euren Stream. Die donaten ja, also gleich 2,4 Milliarden und dann noch nicht mal Farbe? Digga, also Max, das könnte auch eine Kiesgrube um die Ecke sein, ne? Mars Rover, this is an automated message from the Mars Rover. The Earth is the Mars, have a nice day. Okay. Sieht er was schon mal? Guck mal, der Stein da vorne links, sieht der nicht sass aus? Siehst du den? Ja. Der sieht ultra sass aus. Was würde passieren, wenn der jetzt einfach aufsteht und die Sonde angreift? Würde ich ultra feiern. Stell dir mal vor, Streamsniper bei der NASA, da ist jetzt einfach einer am Mars und macht das kaputt. Das wär typisch. Geil, wenn du da mitarbeitest einfach. Ich find's einfach nur mindblown, dass alles, was wir jetzt danach sehen, 11 Minuten schon passiert ist, weißt du? Dass das alles so zeitverzögert ist. Das ist wie Zeitzonen auf der Erde, Chef Strobel, weißt du? Welche Zeitzone ist der Mars? Ey, das hat nichts damit zu tun. Also wenn jetzt was auf der Gegenüber-Welt-Dings passiert, passiert es ja jetzt. Aber dort ist es ja 11 Minuten sozusagen. Wenn du zum Beispiel in Amerika bist und du rechnest plus 6 Stunden nach unserer Zeit, wie viel musst du rechnen für den Mars? Welche Zeitzone ist das? Plus 11 Stunden? Keine Ahnung. Ja, die haben ein Delay von 11 Minuten, aber ich denke mal nicht, also... Oder die Frage könnt ihr ist, das sogar, könnte das sogar Trimax, halt Max, nur, also, nur südlich Max, ausgerichtet Max, sein. Max. Und dann ist das sogar die gleiche Zeitzone wie wir. Max, also, das Ding ist, nee, hör mir zu. Ich glaube, das ist die gleiche Zeitzone wie wir, oder nicht? Nein, Max, das Ding ist, es geht doch nur, wenn die auch einen Tag-Nacht-Rhythmus auf dem Mars haben. Ja. Also das ist ja die Frage, wie lange überhaupt erstmal ein Tag auf dem Mars dauert. Ich glaube, ohne Witz, ist es die gleiche Zeitzone oder eine Stunde verzögert, glaube ich nur. Was? Ich Chef Strobel lässt ja noch die Diskussion ein. Chef Strobel! Ey, labert mich hier wohl mit Zeitzone. Mindblown, das ist nur 11 Minuten verzögert. Katars Gold ist auf dem Mars versteckt. Zugelabert, Chef Strobel. Auf dem Mars ist es gerade 15:01 Uhr. Und es ist Donnerstag.
Und Februar? Ja, das ist ja schon ein bisschen Legende, weißt du das? Was hast du nochmal studiert, Chef Strumpf? Das ist die gleiche Zeit zumindest wie wir. 11 Minuten Zeitverzögerung noch. Was mit dem? Ich bin der ist normal, der ist normal. Der grinst so, der soll aufhören. Warum machst du den aus? Hallo? Ich will hören, was der sagt. Ein Tag auf dem Mars sind ein Tag und 37 Minuten. Das kann alles bedeuten. Das hat irgendeiner reingeschrieben. Das stimmt nicht. Dem Mars ist es 1999. Weil Jesus ist ja auf dem Mars erst vor 1099. Wer ist da? Wir zeigen uns auf dem recht am eigenen Bild. Wie ist das? Der blinzelt so viel, das ist sau dumm. Oder gar nicht, guck mal, jetzt. Komisches Blinzelintervall. Mit Mark Zuckerberg verwandt. Echt? Der hat diese Augen, ne? Ja, ist ein bisschen aus dem Lizard. Der hört viel. Mann, wir sind voll die Wichser. Das sind so Wissenschaftler, die unsere Menschheit voranbringen und wir schitten die einfach in unseren dummen Twitch-Streams. Was sind wir für Menschen? Max hat 30.000 Zuschauer, die das gucken. Das ist halt ein einmaliges Ereignis. Dass man jemals so inkompetent Leute in einer Raumlandung gleichzeitig sehen kann. Die wollten dich ja eigentlich auch als Caster haben. Du hast aber abgesagt, ja, wegen Corona, oder? Stimmt. Ja, bei Max, aber nicht bei NASA. This is just an incredible revolution because of the science and the technology. Wir könnten ja, oh mein Gott, ich hoffe, die haben irgendwie einen Zettel reingelegt für den Mars, wenn das ja ein bisschen der Zeit zurück ist, damit man die vor Corona warnen kann, die da leben, ne? Stimmt. Nicht, wenn das halt dann in einem halben Jahr kommt, das macht nochmal richtig Welle oder so, weißt du? Bei mir hat gerade der Mars donated und geschrieben, Junge, lass mich doch in Ruhe, was schickt ihr hier für einen Hurensohn-Rover auf mich drauf? Der ist saugut in Fortnite. Der ist saugut in Fortnite. Oh, jetzt gerade im Chat, der ist 11 Uhr, das hat. Moin. Auf dem Mars ist 97 am 32.13.9000. Okay. Die ist so auf, guck mal, wie glücklich die ist, weil jetzt macht... Ja, die freut sich. Ja, ihr Job macht... Sie ist Surfaces Mission Manager, also ihr Job macht jetzt einen Sinn. Ja, aber die sind auch sau smart. Ja, ich weiß. Haben sie auch schon earned irgendwie. Ich finde gut und frei gesprochen. Bilder mit einbezogen finde ich gut. Ja, und während des Interviews hat sie noch Erdnüsse geknackt. Ja. Das hört sich mit zweideutig an. Nein, Chef Strubbel. Was? Ja. Nein, hört sich nicht, oder? Findet ihr, das hört sich zweideutig an? Erdnüsse geknackt? Was soll das denn heißen, Chef Strubbel? Dann, wenn es jetzt für dich jetzt zweideutig anhört, dann muss da ja irgendwie was hinter sein. Dann übersetzt doch mal. Erdnüsse knacken, für was soll das ein Synonym sein? Also das verstehe ich jetzt auch nicht, Chef Strubbel. Was meinst du denn damit jetzt? Dann erklär doch mal. Aber warum sagst du das denn? Das macht ja dann keinen Sinn. Du sagst, man kann es falsch verstehen, aber keiner versteht es falsch, nur du? Ja, ja. Die Erklärung war jetzt zu wild. Nee, dann raus, aber ist okay, komm, hau raus. Erdnüsse knacken, wofür steht das? Was heißt das? Ja, dass sie irgendwie in die Balls kickt. Du bist so lange der Job. Strobel! Junge, ohne Witz, man kann dafür auf Twitch gebannt werden, wenn du zu scheiße bist. Wie kann das so dumm sein? Oh, nicer Filter! Das ist der Strobel Zuschauerin. Das ist sau schlecht gemalt, das sieht so nicht aus. Der Rover sieht so nicht aus. Stell dir mal vor, sie sagt jetzt, nein, das ist falsch gemalt. Der Rover sieht ganz anders aus. Und da hat er übelst professionellen Roboter mit so einem Ding drauf, mit dem Maßstäben. Und die fängt an zu heulen. Oh Mann. Imagine. Max, du siehst jetzt im Hintergrund einfach, wenn der so 90s crankt. Ja, schon creative. Ja, das ist ja auch. Das ist ja. Könnte schwarz-weiß sein. Ach, sie ist genau. Die auch. Die sind auch aus den 70ern. So much, kommen die 70er zurück? Aber wir haben doch erst 2020. Ich möchte die gleiche Frisur haben. Martha verpasst einfach die ganzen Spaß. Bei Romatra sind die voll ernst. Und die diskutieren so wirklich. Über, ob man auf dem Mars landen darf. Und wir lachen einfach nur alle Leute, die wir hier sehen, aus. Snickers schreibt einfach Scheiß Mars. Lust auf ein Mars-Placement auf dem Mars. Well, you were just celebrating, and rightly so. Now, you've been around for a number of Mars landings. What makes this one special?
Well, you know, two things. I mean, it's the biggest and best rover we've ever sent to Mars. Das ist er. And it can really schlechtestes Fortnite-Event ever. So ein scheiß Live-Event. As you've heard today, you know, it's the first step in Mars sample return. So really, you know, it's not only doing its own mission, it's setting us up for a series of missions and to bring those samples back. Ich zitiere Maxi Schumi 45. Ja. Die Drohne ist aus Österreich, at Trimax. 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 Wo ist die Drohne her? 7 Mal die gleiche Nachricht in einer Nacht? Das ist dir wirklich sehr wichtig, dass wir das wissen. Ich habe das Gefühl, der Junge kommt auch aus Österreich. Also der kommt so safe auch aus Österreich. Ich glaube, ich fahre jetzt zur Tankstelle und hole mir einen Mars. Wirklich. Scheiße, Alter, wo kam die? Ich bin jetzt hier raus.